Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, ihr seht, ich brenne. Und zwar spielen wir heute eine Runde Revo. Ja, ich habe das auch erst gestern über Dena und Revi natürlich kennengelernt. Wahrscheinlich werden die meisten von euch auch das Video gesehen haben dazu. Also gestern an dem Tag, wo ich es aufnehme, also am 4.8. Genau, und das ist quasi Varo in Mini. Also ihr habt eine vorgegebene Spielzeit von, glaube ich, 45 Minuten oder so. Und ihr könnt in der Zeit eben versuchen, euch so gut wie möglich auszurüsten. Und die Border um das Spielfeld herum sozusagen strumpft in der Zeit immer weiter. Und ihr könnt euch eben jetzt hier einen Spielpartner suchen. Hallo, guck mal, hier nimm mal an, du Spacko. Guck mal, nimm mich mal an. Hallo. Oh. Ja, guck mal, jetzt kann ich nämlich eine Anfrage annehmen, die er mir geschickt hat. So, jetzt bin ich mit dem Typen in einem Team. Und jetzt seht ihr recht schon, genau, 45 Minuten und wir sind Team. Welches Team sind wir denn? Christoph SFCH. Team SFCH. Swatch und Christoph, genau. Jetzt können wir uns eben hier rausbauen und müssen jetzt versuchen. Wo ist er denn? Da ist er. Müssen jetzt versuchen zu überleben und so schnell wie möglich auszurüsten. Ich baue jetzt schon mal einen Baum ab hier mit meinem SFCH-Partner, den er jetzt gerade bekommen hat. Egal, ist nicht so schlimm. Denn er ist ja mein Teammate, ne? Und dann können wir ihm hier auch mal ein bisschen Holz schenken und so. Alter, ich dachte gerade. Mann. Au, 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 au. Lol, der Typ bringt uns einfach beide. Instakill. Noch eine Runde. Phew! Nimm die an, nimm die an, nimm die an, nimm die an. Er ist so dumm, die Anfrage anzunehmen. Nein! Wo ist er denn? Nimm die an. Ja, ich bin in einem Team mit Christoph. Juhu! Hä? Was geht los? Was geht los? Oh mein Gott. So, da sind wir wieder. Ich denke mal, wir sind jetzt zusammen mit Christoph, ne? Hier so, Wo ist er denn? Peter Pott. Da ist Christoph. Insta abgebaut und Insta gefailt. Los geht's. Komm, zum Wald. Los. Aber da sind schon ganz viele und die schlagen sich alle gegenseitig. Lass mal da hinten lang gehen. Ich glaube, das ist besser. Guck mal, da haben wir einen Baum ganz für uns alleine und Hühnchen. Ich nehme schon mal ein paar Chickens mit. Ey. Guck mal, ich mag dich doch. Er kümmert sich um Hühnchen, das ist gut. Ich nehme schon mal ein bisschen Holz mit. Was ich nicht in die Leiste bekomme, oh Mann. Hallo? Ja, jetzt habe ich gleich zwei Holz bekommen. Juhu. Nehme mal gleich hier, bringt gerade nicht so viel. Ich wollte eigentlich gerade gucken, aber es ist natürlich schlau, wenn man nach oben schaut. Dann sieht man natürlich leider nicht so viel, ne? Ist das da neben mir? Er das? Oh, da sind aber schon gerade einige gestorben. Es geht hier natürlich ein bisschen schneller als beim normalen Varo, wo man sich natürlich erstmal vorbereiten würde und so weiter und so fort. Warum mache ich das so? Egal. Oh, lol. Gut, dann mache ich erstmal. Nein, lol. Spitzhacke. Und hol mal kurz ein paar Steine. Los geht's. Und der Stein wurde nicht abgebaut. Juhu, Johannes, Mann, ich hasse es aber. Leute, da unten ist schon einer. Ich will doch eigentlich nur ein paar Steine. Für den Ofen, ein paar Werkzeuge aus Stein. Oh
nice. Er baut das alles gleich hier rein. Er versteht mich. Er ist nett. Guck mal, dann bin ich auch mal ein bisschen nett zu ihm. So, dann machen wir uns auch noch eine Steinspitzhacke. Zwei Steinschwerter. So, so. So, kann ich nochmal schnell einen Ofen machen. Da schon mal ein bisschen Holz rein und Chicken. Ja, das reicht. Ne, ich mach hier nochmal ein paar. So, dann haben wir noch ein paar mehr Steine. Kommt mal, Kohle! Kommt mal! Einfach mal geschlagen. Ich Assi, Alter. Oh, Junge, aber es ist lustig. Das macht auf jeden Fall Spaß. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich hatte vor... Oh mein Gott, sneaken, sneaken, sneaken. Sneaken! Okay, ich glaube, die gehen weiter. Ich hatte vor 2 Tagen oder so, also einen Tag bevor ich das Video bei Dena und bei Revi gesehen habe, hatte ich die Idee, ja, lass doch mal ein eigenes Ware auf die Beine stellen und irgendwie so, aber mit wem und bla bla bla. Und jetzt kann man hier einfach random mit Leuten als Minigame quasi Varo zocken, nur halt nicht ganz so ausführlich. Das geht mir noch ein bisschen auf den Nerv. Ich würde das gerne mal so richtig Survival-mäßig quasi machen. Dass man sozusagen wirklich dann sagt, so, ja, hier, wir, machen das mal so richtig. Komm, lass mal runtergraben hier. Dabei bleibe ich mal ein bisschen gesneakt, weil ich glaube, es ist keine so gute Idee, hier so ganz offen durch die Gegend zu rennen. Lol, ich bin zu dumm zum Abbauen. Du Arsch. So. Ich könnte mir mal kurz ein paar Fackeln machen eigentlich. Habe ich noch Holz? Ne, das Holz ist ja oben drin, ne? Hahaha. Macht er jetzt auch einen Gang nach unten? Ne, was macht er denn? Da ist mein Holz. Machen wir das mal so und machen mal so ein Stack Fackeln. Packen wir uns die hier irgendwo rein. Den Rest Kohle lasse ich mal da drin. Ich würde nur ganz gern hier so Fackel. Was macht der denn? Na gut, soll er machen, wenn er Bock dran hat. Ist es ihm gegönnt, sei es ihm gegönnt, meine ich. Ich kann kein Deutsch mehr, wie ihr merkt. So, dann denke ich, sind wir auch gleich auf einer Höhe, die einigermaßen akzeptabel ist. Was ist denn? What the fuck? Was ist das unten rechts? Gut, 100%, bla bla bla. Ist das meine Prozessauslastung? Nee, ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung. Ah, nein, das wollte ich nicht. Endeside ist ganz gut zum Setzen übrigens. Achso, ich wollte Höhenkoordinaten nachgucken. Oh Gott, sind wir hoch, Alter. 60 immer noch. Da kann man anfangen zu graben auf Höhe 60, teilweise manchmal erst. Also wenn man draußen ist und, ne, dann... Ich hätte mir eine Schaufel machen sollen. Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis wir hier unten sind, würde ich sagen. Mal gucken, wie lange noch. Wir sind immerhin noch 214 Blöcke von der Border entfernt. Das ist ganz gut, weil wie gesagt, die kommt immer näher. Wenn wir da jetzt schon zu nah dran wären, dann hätten wir auf jeden Fall ein Problem mit bis 215 Blöcke. Oh, das Eisen, das nehme ich auf jeden Fall mal schnell mit. Können wir uns nämlich gleich schon Eisenschwerter machen, das ist, denke ich mal, obwohl, nee, lohnt sich Eisenschwerter? Nee, wenn dann, oh, guck mal, Höhle. Nice. Dann mache ich direkt da draußen mal eine Eisenspitzhacke. Scheiß Fliege. Und ja, dann mal schauen, was da noch so rauskommt. Keine Ahnung, was er da jetzt gemacht hat, aber ich würde sagen, wir schmelzen mal schnell das Eisen. Bevor... Lol.
Ey, ich brauche meine Öfen, du Assi. Ach, da hat er sie hingestellt. Okay. Ist da noch die Kohle drin? Kohle? Danke. Genau, sneaken. Sehr schön. Bisschen Level haben wir sogar auch schon. Die braucht eigentlich kein Mensch, ne? Na, egal. So. Noch eins, komm schon. Eine Eisenspitzhacke. Ich denke mal, ich mache mir gleich erstmal nochmal eine Steinspitzhacke. Und halt schon mal die Eisenspitzhacke für Dias und so ein Shit. Packen wir mal dahin. So, so, so. Und koppel dahin. Okay. Wie gesagt, ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier jetzt erstmal so schnell nichts kommt, so an Gegnern und so. Also ich wollte ein bisschen Licht machen. So. Und hier ist noch mehr Eisen, das ist schon mal schön. Das hat zu lange gedauert. Ich nehme mal die Eisenspitzhacke. Ganz viel Eisen ist natürlich schon mal sehr gut und essentiell, falls wir, also wegen Rüstung und so, ne? Brauchen wir halt einiges. Kohle hat er immer auf jeden Fall schon was gefarmt gehabt noch. Das war ganz gut. So, hier ist aber sonst so nichts mehr. Oh, hier ist eine. Wow. Das war close. Da ist ganz viel Shit, aber da traue ich mich so nicht runter, ehrlich gesagt. Okay, das ist Erde, das ist gut. Lava, aber da ist Wasser theoretisch. Kommen wir so weit? Ne, wenn ich den verbrenne, ist auch scheiße, ne? Lass mal wieder zurückgehen, lieber erstmal. Aber ich würde gerade voll gern mit jemandem, also mit einem Teammate spielen. Ich glaube, das wäre voll chillig, so. Oh, guck mal, da geht's auch noch rein. Steinschwert gegen den Creeper und das ist ein Enderman. Nice. Kriegen wir den? Ohne Rüstung? Ja, kriegen wir. Nice. Okay, dann Eisen, ne, würde ich sagen. Mal her damit. Wie gesagt, kann man eigentlich nicht zu wenig haben. Warum sind denn hier überall die scheiß Creeper, Mann? Genau, sterbt an Fallschaden. Los, so ist es richtig. Oder kommt halt einfach zu mir. Dankeschön. Machen wir das so. Nachher nur wieder zurückfinden, ne? Das ist so ein bisschen die Sache. Und oh, ich hasse Fliegen. Hab ich schon mal gesagt, ja, ich glaube schon, ne? Heute schon ein paar Mal. So. Dann nochmal ein. Und los geht's. Warum habe ich die Steinspitzhacke gemacht? Ohne Witz. Finden gerade so viel Eisen. Eigentlich bräuchte ich die nicht mehr. Jetzt 31 Stück, für mich wird es reichen für eine Rüstung und allen Shit, aber ich meine, er braucht ja auch noch ein bisschen was. Deswegen bin ich mal so nett und fahre mal für ihn auch noch ein bisschen was mit. Haben wir irgendwie auf diesen Maps hier die Eisenvorkommen irgendwie ein bisschen hochgedreht? Ich habe so das Gefühl. Man kann das ja machen, wenn man die jetzt rendert oder erstellt die Maps. Das so ein bisschen anpassen mit Eisen und sonst was Vorkommen, auch Diamanten und so. Eigentlich müsste ich gleich auf Diamanthöhe mal ein bisschen Stück meinen, weil wir haben nämlich nur noch 30 Minuten. Ein Full Iron ist zwar schon mal ganz nett, aber Diamantschwerter wären nicht schlecht. Aua, dann ist natürlich schlau. Auch Obsidian, wenn du sagst, ich bringe das Eisen jetzt erstmal hoch zum Schmelzen, weil das bringt ja, dauert ja auch wieder. Oh, Moment, man kann hier nochmal hoch. Hier geht's raus, ne? Ja, gut. Keine Ahnung, ob es da jetzt rausging oder nicht, aber auf jeden Fall ging es ja woanders hin. Geht's erstmal hier wieder zurück. So, von hier kamen wir, dann machen wir nämlich einmal hier so, machen wir das denn am besten. So. Können wir nämlich hier wieder hoch. Hat er hier was schon eingerichtet? Nee, lol.
war denn das jetzt hier mit den scheiß Öfen? Ah, hier. Ah, da sind noch drei Eisen drin. Ist da auch noch was? Ne, machen wir es mal so. So, zack. Okay, perfekt, weil dann kann ich mir nämlich, nehme das jetzt mal kurz, nehmen wir zwei Eisenschwerter aus meinem, also meine Sticks. Ja, nein, vielleicht. Oh, danke. Habe ich die jetzt? Nee. Thanks. Aua. So. Schon mal ganz nett. Mach ich uns beiden noch mal eine Eisenspitzhacke erstmal. Kriegt er auch noch eine. Und dann gehe ich jetzt erst noch mal runter und farm noch mal. Ich versuche noch Diamanten zu finden. Also wenn wir beide ein Diaschwert haben, bin ich zufrieden. Gucken, ob ich das noch schaffe. Ach ja, hier ging es ja nicht weiter, stimmt. Oh, danke. Moment, ich gehe jetzt nämlich erstmal schnell in die Höhle. Also in die Schlucht und versuche da nochmal weiter runterzukommen. Hier mache ich erst nochmal zu, weil da fällt der hundertprozentig rein. Ausging nämlich hier lang. Können wir hier einmal so ein bisschen zubauen. Zack. Okay, und hier nochmal ein paar Fackeln setzen. Dann seht ihr auch wieder was. Ah, er hat das schon rübergebaut. Oh, nice. Das ist cool. Geiler Typ. Okay. Dann würde ich sagen, können wir nämlich uns hier nämlich nochmal ein bisschen weiter runterbauen tatsächlich. Hier ist noch ein bisschen Kohle, die nehme ich auch noch schnell mit. Also ein bisschen was zumindest. Nicht alles, aber so, ja, 8 reichen, ne? Würde ich sagen. Dann können wir das Eisen von ihm noch mitnehmen. Hier ist auch nochmal Kohle. Oh oh. Oh nein, meine Pfeile. Ah, shit. Ist alles da unten im Wasser, ne? Ja, ich muss irgendwie da runterkommen. Moment, machen wir das so. Gibt's eh nur XP, von daher scheiß drauf. Ja, das ist das Problem nämlich, Johannes. Machen wir es so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die anderen Leute das sehen können, was wir hier so schreiben. Aber ist mir jetzt auch gerade egal. Weil ich bin eh nirgendwo, wo jetzt hier irgendjemand kommt und sagt, Johannes, oh, ein Emerald. Gibt, glaube ich, ein paar XP, ne? So, wir sind jetzt Höhe, was? 26, das ist leider noch zu hoch. Also, mal hier ganz kurz. Wo war denn jetzt? Habe ich mich denn jetzt hier runtergebaut? Hier, ne? Genau. Machen wir hier eine Fackel hin. Machen wir hier ein bisschen Lava weg. So. Beziehungsweise eigentlich muss die Fackel. Egal. Ich mache nämlich immer diesen Rechtsrick, dass wenn immer rechts die Fackel ist, geht's nach vorne sozusagen. Und wenn ich dann nämlich zurück will, dann kann ich mich einfach daran orientieren, wo die Fackel denn links ist. Und dann kann ich nämlich einfach zurücklaufen. Immer ganz, ganz schlau so, wisst ihr ja. So, was jetzt nicht so schlau wäre, wäre da reinzufallen. Das kriegen wir nicht, baue ich trotzdem ab, weil ganz kein anderer bekommt. Mit so ein Arsch. So, hier wären wir aber auf der
perfekten Diamanthöhle, da ist Redstone für ein paar Level, das nehmen wir auch mal mit. So. Ich gehe mal ganz kurz da in die Richtung so ein bisschen. Pulle mich hier einmal so ein bisschen durch. Zack, zack, zack. Guck mal einfach. Hier ist noch Redstone. Ich weiß, es ist gerade so ein bisschen langweilig, weil es einfach nur Farmen ist, aber ich meine, vielleicht haben wir am Ende eine Chance, hier was zu reißen, wir beiden, weil wir sind eins der beiden Zweierteams, was noch lebt. Ich glaube, wir haben echt genug Eisen eigentlich, aber egal, ich nehme es jetzt einfach noch mit. Da ist Gold. Falls wir noch irgendwie einen Apfel bekommen sollten oder so, hätten wir vielleicht einen Goldapfel, den behalte ich dann natürlich selber, aber ich nehme es auf jeden Fall mal mit. Es sind 9 Gold, es wird für einen Goldapfel reichen tatsächlich sogar, ja. Leider sind hier keine Dias in der Schlucht. Alle sind hier keine Dias gerade. Das ist ein bisschen. Aber das Typ meinen will ich eigentlich auch nicht mehr. Das ist mir zu langweilig und zu blade. Okay, hier ist auch nix. Bin ich dumm? Bin ich verdammt nochmal richtig dumm? Ein Dia. Oh fuck, Mann. Wieso bin ich so blöd manchmal? Aber warum ist das nur einer? Mann, ich will mehr. Achso, von hier bin ich gekommen, ne? Und da geht's noch hoch. Oh, Mann. Shit. Ich will auf jeden Fall noch ein Dia, weil was soll ich mit einer Dia-Schaufel? Leid, aber da muss ich jetzt hier so ein bisschen, ich grab hier einfach mal überall so ein bisschen rein. Eisen, egal. Lass ich da. Mann, hier muss doch irgendwo noch ein scheiß Dia sein, ey. Oh komm, gib mir der Dia, Alter. Oh, da ist die Border. Oh Gott. Ja, egal, dann gehen wir jetzt wieder hoch, dann haben wir jetzt halt leider nur Eisensachen. Bringt mir der Diamant leider nichts. Aber, naja, gut, so ist es jetzt eben. Wir können hier nochmal ein bisschen durchstraven. Ist noch mehr Gold übrigens, aber das ist insta weg. Moment. Dann hätten wir vielleicht 2 Goldäpfel. Vielleicht kann ich ihm dann auch noch eingeben. Dann habe ich vielleicht ein bisschen bessere Chancen, dass mein Team ein bisschen länger überlebt. So. Eimer wäre nice übrigens. Ich gehe jetzt wieder hoch. Auch nur so für ihn zur Info. Aber egal, das wird er merken. Und wir sind das einzige Zweierteam, was noch lebt, aber wir haben uns halt auch komplett verkrochen, ne? Das ist halt eine Strategie, die man fahren kann. Man kann halt auch sagen, gut, ich gehe jetzt Leute hunten und sag einfach, ja, fickt euch alle, ich nehme einfach euer Equipment, ich baue mir selber nichts. Ist halt die andere Sache, ne? Ich bin eher ein Freund von diesem hier, weil das nicht so asozial ist. So, hat er das Eisen mitgenommen? Egal. Können wir noch ein bisschen Eisen schmelzen. Und Gold können wir vor allem auch noch schmelzen. Oh was. Okay, nice. Okay, das kann er aufsammeln. Wir müssen hier gleich raus übrigens, weil wie gesagt, da ist nicht mehr viel an Eisen. Nein, nicht Schwert.
Oh, nice. Das wollte ich, danke. Sind die Schuhe? Okay, dann habe ich aber jetzt welche. Die will ich auf jeden Fall dann nämlich daher da haben. Das brauche ich so schnell nicht mehr. Die brauche ich noch. Das Dings kann ich ins Inventar nehmen. So, ich hoffe, er kriegt das gebacken. Weißt, was ich meine? Mal ganz schnell meine Fackeln voll, dann bin ich nämlich das Ding da weg. Bus. Waren noch zwei für einen Eimer und vier für Schuhe. Nimm. Sonstige Werkzeuge mache ich mir, glaube ich, nochmal gleich nochmal schnell aus Dingens. Oder mache ich mir überhaupt noch was? Ich glaube, ich mal die Pickaxe. Nein, ich will keinen Eimer. Immer schnell nehmen, weil ich nicht zwei Kohle brauche. Die könnte ich eventuell brauchen. Ja, und los geht's. Da unten ist eine Kuh, die nehme ich auf jeden Fall noch schnell mit. Was halt echt noch nice wäre, wäre irgendwie verzaubern wenigstens, ne? Übrigens, was passiert, wenn man aus der Warde rausgeht? Man kriegt Schaden. Ich hoffe, er macht es jetzt nicht. Da unten sind auf jeden Fall. Und die haben verzaubert. Hat er ihn? Nice. Aua, mich doch nicht. Spast. Hallo. Idiot. Gut, dass man davon keinen Schaden bekommt. Meine Rüstung nimmt nur gerade Schaden, aber ist okay. So, was brauche ich davon nicht? Das brauche ich nicht. Das brauche ich alles nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Ja, wenn er sich dahin stellt, soll er aufnehmen, wenn er Bock drauf hat, ey. So, ich muss mir nur mal eben schnell noch ein bisschen was zu essen holen. Wir sind übrigens die einzigen, die noch zu zweit sind. Das ist echt lustig übrigens. So. Haben fast keinen gekillt, haben trotzdem. Bin ich da dran? Nee. Haben trotzdem eigentlich ganz gutes Equip.
Alles gut, ne? Wenn wir jetzt auf 1 zu 2 treffen. Ist natürlich dann nicht so ganz unvorteilhaft. Für uns, meine ich so. Ja, wäre eigentlich ganz nice. Ist hier noch irgendwo irgendein Shit drin? Alles leer, denke ich mal, ne? Ja. Sieht auf jeden Fall stark danach aus. Du willst auch sterben, das ist sehr schön zu wissen. Komm her. Ich habe mir kein Wasser mitgenommen, mir spaßt. Oh, aber er hat einen Bogen. Das ist nicht so gut. Das ist auf jeden Fall echt nicht gut. Hinterher, 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 hinterher. Jetzt muss man ein bisschen springen können, was ich nicht so gut kann. Aber er hat einen Goldapfel tatsächlich sogar. Okay, wurde getötet. Nimmt er das? Ne, er brennt. Okay, easy. Easy get wrecked. Er schaltet einfach ein Zweierteam aus. GG! Ach ja, aber war eine schöne Runde, würde ich sagen, auch wenn wir am Ende gegen einen gestorben sind, der das, glaube ich, nicht das erste Mal gespielt hat, so wie der equipped war, aber okay. Ich hatte jetzt noch nicht so eine richtige Strategie, keine Ahnung, ich bin einfach so ein bisschen rumgelaufen und habe halt versucht, mich zu equippen, zu farmen, bla bla bla. Wenn ich noch einen zweiten Dia gefunden hätte, hätte das vielleicht auch noch anders ausgesehen gerade, aber okay. Ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge Revo. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen hoch, ich werde, denke ich, mal auf jeden Fall noch mehr davon machen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal reinhauen. Ciao, ciao. Pfiou.